Heute für euch der echte Grund, warum Albus Dumbledore den Tarnumhang von James Potter haben wollte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video tauchen wir in die Themen Albus Dumbledore, die Familie Potter und den legendären Unsichtbarkeitsumhang ein. Besonders richten wir unseren Fokus auf die Geschehnisse rund um das tragische Schicksal der Potters und beleuchten, warum Dumbledore einen solch mächtigen Gegenstand in Anspruch nahm, als das Leben der Familie Potter akut bedroht war. Wenn dieser Umhang tatsächlich so mächtig ist, dass er selbst den Tod überlisten kann, wäre es dann nicht sinnvoller, ihn in den Händen von Personen zu wissen, die sich vor dem gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten verstecken möchten? Tauchen wir tiefer in diese Geschichte ein. Der Unsichtbarkeitsumhang stellt ein beeindruckendes magisches Artefakt dar, das einst Ignotus Peverell zugeordnet war, dem jüngsten der drei Brüder, deren Geschichte den Ursprung der Heiligtümer des Todes beleuchtet. Diese Erzählung handelt von den drei zauberkundigen Brüdern und ihrer List, den Tod für einen begrenzten Zeitraum zu überlisten. Nach ihrem Triumph über den Tod erscheint eine Verkörperung des Todes, die ihnen scheinbar zu ihrem Erfolg gratuliert und ihnen daraufhin drei Geschenke überreicht: den Elderstab, den Stein der Auferstehung und den Unsichtbarkeitsumhang. Zusammengefasst wählte jeder dieser drei Brüder eines der Geschenke, die ihnen vom Tod überreicht wurden. Ignotus, der jüngste Bruder, entschied sich für den Unsichtbarkeitsumhang. Alle drei Objekte sind in der Geschichte von Harry Potter von Bedeutung. Während der Elderstab in der Erzählung eine zentrale Rolle spielt, erweist sich der Unsichtbarkeitsumhang für Harry als besonders wertvoll. Interessanterweise wurde er indirekt von Harrys Vater geerbt. Nach James' Ableben wurde der Umhang sicher aufbewahrt, bis Harry alt genug war, um seinen Wert zu erkennen. Anonym schenkte Dumbledore Harry den Umhang im ersten Band, der Stein der Weisen. Warum besaß Dumbledore dieses mächtige magische Artefakt der Potter-Familie? Während der Zeit, als Lord Voldemort die Potters verfolgte, wurde Dumbledore auf den Unsichtbarkeitsumhang aufmerksam, als James ihn präsentierte. Nach einer kurzen Begutachtung des Umhangs bat Dumbledore schließlich James darum, ihn für eine nähere Untersuchung auszuleihen. Aber er war fähig, sich unsichtbar zu machen mit Zauberei. Warum also hätte er einen Unsichtbarkeitsumhang benötigen können? Von allen möglichen Zeitpunkten erscheint dies als der ungewöhnlichste Moment, um den Umhang auszuleihen. Die offensichtlichste und sicherste Erklärung ist, dass Dumbledore den Unsichtbarkeitsumhang näher untersuchen wollte, da er zu den drei Heiligtümern des Todes gehört. In seiner Jugend war Dumbledore fasziniert von dem Gedanken, die drei Heiligtümer zu vereinen. Auch wenn er diese Ambitionen später aufgab, blieb sein Interesse an diesen mächtigen magischen Artefakten bestehen. Als hochgebildeter und neugieriger Zauberer könnte es gut sein, dass er die Fähigkeiten des Umhangs genauer erforschen und seinen Ursprung besser verstehen wollte. Es ist anzunehmen, dass Dumbledore nicht glaubte, dass James Potter den Unsichtbarkeitsumhang als Schutz vor Lord Voldemort benötigte, da die Familie bereits durch den Fidelius-Zauber abgeschirmt war. Dieser mächtige Zauber verbarg den Aufenthaltsort der Familie Potter vor Voldemort. Doch wie wir wissen, erwies sich der Fidelius-Zauber als nicht ausreichend schützend. Nachdem sie durch ihren Geheimniswahrer Peter Pettigrew verraten worden waren, fielen alle Potters außer Harry Voldemort zum Opfer. Nach James' Tod verblieb der Umhang in Dumbledores Obhut. Später offenbarte er Harry die Geschichte des Umhangs. Wie du nun weißt, hat dieser Umhang über die Generationen hinweg seine Besitzer gewechselt. Von Väter zu Söhnen, von Müttern zu Töchtern, bis hin zum letzten lebenden Erben von Ignotus, der ebenfalls in Godric's Hollow geboren wurde, genau wie Ignotus selbst. Dumbledore lächelte Harry an. Ich? Ja, genau du, bestätigte Dumbledore. Ich weiß, warum ich in der Nacht, als deine Eltern tragischerweise ums Leben kamen, den Umhang bei mir hatte. James hatte ihn mir nur wenige Tage vorher gezeigt. Trotz dieser Erklärung blieb offen, warum. Die Potters waren in höchster Gefahr, denn der mächtigste dunkle Zauberer aller Zeiten hatte es speziell auf sie abgesehen. Sie hatten extreme Vorkehrungen getroffen, um sich zu verbergen, indem sie den Schutz des Fidelius-Zaubers in Anspruch nahmen. Wie konnte es passieren, dass Dumbledore so einen scheinbaren Fehler beging, indem er sich den Umhang von James lieh? Warum schien er diese Situation nicht vollständig erfasst zu haben? Dumbledore ist ein durchdachter, mächtiger und weiser Zauberer im fortgeschrittenen Alter, der oft einen Schritt voraus zu sein scheint.
Dennoch fühlt sich etwas an dieser Situation nicht stimmig an. Es gibt eine Theorie, die ich dazu gefunden habe, die schlüssig erscheint. Es könnte sein, dass Dumbledore den Unsichtbarkeitsumhang absichtlich ausgeliehen hat, um die Potter-Familie für Lord Voldemort angreifbar zu machen. Man vermutet, dass Dumbledores Handlung in diesem Kontext strategisch und durchdacht war und nicht lediglich aus bloßer Neugierde geschah. Mit Kenntnis der Prophezeiung über Harry Potter und Voldemort erkannte Dumbledore möglicherweise die entscheidende Rolle, die der Umhang im bevorstehenden Konflikt spielen könnte. Indem er den Umhang auslieh, könnte Dumbledore versucht haben, die Ereignisse zu lenken, um seine Vision eines Triumphs über Voldemort zu realisieren. Eine potenzielle Erklärung für dieses Vorgehen könnte Dumbledores tief verwurzelter Glaube an das Konzept des übergeordneten oder höheren Wohls sein. Er war sich der Prophezeiung und ihrer immensen Bedeutung bewusst. Ebenso erkannte er, dass Voldemort darauf aus war, die Potter-Familie zu eliminieren, da sie die Person beherbergte, die ihm gefährlich werden konnte. Es könnte sein, dass Dumbledore das Ausleihen des Unsichtbarkeitsumhangs als strategischen Schachzug betrachtete, um die Prophezeiung zu erfüllen und Voldemort letztendlich zu bezwingen, halt nur etwas später. Er mag zu dem Entschluss gekommen sein, dass das Absehen vom direkten Schutz des Unsichtbarkeitsumhangs letztendlich dazu beitragen würde, ein vorteilhafteres Ergebnis herbeizuführen. Dies würde Harry ermöglichen, seine vorbestimmte Rolle in der Prophezeiung zu erfüllen und Voldemort zu besiegen. Diese Theorie wirft auch die Annahme in den Schatten, dass Dumbledore wegen des Fidelius-Zaubers keinen Bedarf für den Unsichtbarkeitsumhang sah. Vielmehr deutet sie darauf hin, dass er bewusst die Sicherheit der Potter-Familie riskierte, um den übergeordneten Sieg über Voldemort zu gewährleisten. Dumbledores Handlungen und Entscheidungen im Verlauf der Geschichte legen nahe, dass er stets bereit war, Risiken im Interesse des größeren Wohls einzugehen. Er inszenierte die Ereignisse hin zur Schlacht von Hogwarts und setzte sogar bewusst Harrys Sicherheit aufs Spiel, um Voldemort zu überwinden. Für Dumbledore wäre es typisch, den Unsichtbarkeitsumhang zu nutzen, da dies seiner Neigung entspricht, herausfordernde Entscheidungen zu treffen und Opfer für das übergeordnete Ziel zu bringen. Dennoch bin ich mir bewusst, dass es Fans gibt, die Schwierigkeiten damit haben könnten, sich vorzustellen, dass Dumbledore dunkle Absichten hegte. Daher werde ich auch einige gegenläufige Argumente zu dieser Annahme berücksichtigen. Ein wesentliches Gegenargument basiert auf dem, was die Geschichte uns berichtet. Dumbledore lieh sich den Unsichtbarkeitsumhang aus reiner Neugierde aus. Wie ich bereits angedeutet habe, wäre es unwahrscheinlich, dass Dumbledore so unachtsam handeln würde, den Umhang ohne Bedenken zu nutzen. Dennoch könnte diese Sichtweise ihre Schwächen haben. Wenn es um die Heiligtümer des Todes geht, wird Dumbledore oft als leidenschaftlicher Sucher beschrieben. Schon in jungen Jahren war er von diesen magischen Artefakten fasziniert und tiefgehend daran interessiert. Es könnte gut sein, dass die verlockende Möglichkeit, den Unsichtbarkeitsumhang zu untersuchen, ihn zu einem unüberlegten Handeln verleitete. Dumbledores intensive Faszination für die drei Heiligtümer des Todes lässt sich auf verschiedene Motive zurückführen. Sein unermüdlicher Wissensdurst, das Streben nach Macht sowie seine tiefe Anziehung zu den Geheimnissen von Leben und Tod. Zunächst war Dumbledore für seine grenzenlosen Wissenshunger und sein tiefes Verständnis in der Magiewelt bekannt. Als hochgebildeter Zauberer tauchte er tief in die Bereiche der Magie, Geschichte und alter Artefakte ein. Angesichts der enormen Kraft und Bedeutung der Heiligtümer des Todes wäre es nur natürlich, dass diese Dumbledores unersättliche intellektuelle Neugier weckten. Er wäre zweifellos von ihren Legenden fasziniert gewesen und von der Möglichkeit, durch sie ein tieferes Verständnis für die Magie zu erlangen. Zum Zweiten wird Dumbledores Streben nach Macht offensichtlich. Obwohl er hauptsächlich von dem Wunsch getrieben war, Gutes zu tun und zu schützen, gab es Momente, in denen sein Drang nach Macht und Einfluss zum Vorschein kam. Die Heiligtümer des Todes, besonders der Elderstab, symbolisierten den Gipfel der Macht in der magischen Gesellschaft. Der Besitz sämtlicher drei Heiligtümer des Todes hätte Dumbledore eine beispiellose Kontrolle und Autorität verschafft, was ihn sicherlich gereizt haben könnte. Dumbledore formulierte es treffend: Es ist paradox, doch oft sind diejenigen, die am besten mit Macht umgehen können, diejenigen, die sie nie aktiv angestrebt haben. Zudem hegte Dumbledore eine tiefe Neugier bezüglich Leben und Tod und strebte danach, deren Rätsel zu lüften. Die Heiligtümer des Todes repräsentieren die Kontrolle über das Leben nach dem Tod, und diese Thematik beschäftigte Dumbledore intensiv. Sein lebenslanges Engagement in der Erforschung und Interaktion mit verschiedenen magischen Artefakten zeugte davon. Die Heiligtümer des Todes boten Dumbledore eine Möglichkeit, den Tod zu begreifen und vielleicht sogar zu überwinden, was seine anhaltende Faszination nur noch intensivierte.
Obwohl Dumbledore letztlich sein Wissen und seine Macht zum Wohl der Allgemeinheit nutzte, lässt seine intensive Faszination für die Heiligtümer des Todes darauf schließen, dass er von seinem Ehrgeiz getrieben wurde und dabei seine ursprünglichen noblen Absichten aus den Augen verlor. Es besteht auch die Möglichkeit, dass seine tiefe Anziehungskraft zu diesen Artefakten sein Urteilsvermögen beeinträchtigte, sodass er möglicherweise Details übersah, etwa die Notwendigkeit der Potters, den Umhang zum Schutz zu verwenden. Ein deutliches Beispiel für Dumbledores eingeschränktes Urteilsvermögen war sein Umgang mit dem Ring von Marvolo Gaunt. Dumbledore legte den Horcrux-Ring, der auch als Marvolo Gaunts Ring bekannt ist, an, in der Annahme, dass er den Stein der Auferstehung beinhaltet, eines der drei Heiligtümer des Todes. Er hoffte, durch den Stein mit seinen verstorbenen Angehörigen in Kontakt zu treten und sie möglicherweise wiederzusehen. Trotzdem war Dumbledore sich bewusst, dass der Ring auch ein Horcrux war und einen Teil von Voldemorts Seele in sich barg, weshalb er verflucht und gefährlich sein könnte. Er nahm bewusst das Risiko in Kauf, den Ring zu tragen, trotz des potenziellen Risikos, weil er sich so sehr danach sehnte, sich wieder mit seinen verstorbenen Familienmitgliedern zu verbinden und Trost in ihrer Nähe zu finden. Seine Wahl, den Ring anzulegen, war eine Mischung aus Neugier, dem Verlangen nach Wissen und der Sehnsucht nach seinen verstorbenen Liebsten. Auch wenn seine Absichten edel waren, führte diese Entscheidung zu ernsthaften Konsequenzen. Aber was denkst du darüber? Hat Dumbledore den Umhang absichtlich genommen, um die Potters ungeschützt zu lassen, oder handelte es sich um einen einfachen Fehler von Dumbledore? Und das war's mit diesem Video. Falls ich ein wichtiges Detail vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video doch gerne ein Like und lass ein Abo für den Kanal da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.